Hey Leute, was geht? Ich versuche ja immer ein kreativer Dude zu sein. Und weil Kreativität keine Grenzen kennt, zeige ich euch heute vier kreative Smartphone-Apps, mit denen ihr auch unterwegs etwas erschaffen könnt. Die erste App nennt sich Drumpads24 und mit der kann man ein paar echt geile Beats bauen. Im Grunde genommen ist das Ganze eine MPC-Simulation mit einer Menge vorgefertigten Presets für zum Beispiel Hip-Hop, Dubstep oder Trap-Beats. Zusätzlich dazu lassen sich noch weitere Beats kaufen. Die Beats lassen sich zudem auch aufnehmen und als Soundfile abspeichern. Die Drumpads findet ihr im App Store für iOS-Geräte und bei Google Play für Android. Und ganz ehrlich, wenn man mit Hip-Hop oder generell musikaffinen Leuten abhängt, dann ist die App ideal für geile Sessions zwischendurch. Die schnelle Bildbearbeitung auf Smartphones ist mit Plattformen wie Instagram zum Selbstläufer geworden. Wir packen eben mal Filter auf unsere Bilder oder framen sie neu und schon sehen sie ein Stück geiler aus. Und die beste App für Bildbearbeitung ist meiner Meinung nach Snapseed, entwickelt von Microsoft und erhältlich nicht nur für Android, iOS und Windows Phone, sondern auch als Desktop-Version. Die App kommt mit im Grunde genommen sehr einfachen, aber trotzdem mächtigen Tools, wie zum Beispiel Farbfilter, Weichzeichner oder Effektmasken, mit denen man aus solchen Bildern solche Bilder machen kann. Für jeden Hobby-Smartphone-Fotografen auf jeden Fall ein Blick wert. Und wir bleiben bei Bildern. Aus dem Hause Autodesk kommt die App Sketchbook, eine Zeichensoftware für Desktop und Mobile. Die App kommt umsonst mit verschiedenen Pinseln und Stiften, sowie Ebenenfunktionen und anderen Werkzeugen und lässt sich außerdem mit bezahlbaren Werkzeugen wie zum Beispiel Pro-Pinsel-Sets erweitern. Und natürlich muss man sich umgewöhnen, wenn man anfangen will, auf einem Smartphone oder einem Tablet zu zeichnen. Aber nach einiger Zeit und mit etwas Übung können ganz geile Skizzen entstehen. Und jetzt etwas für die Videoproducer und Digital Artists da draußen, nämlich Adobe Capture CC. Adobe. Diese App hilft euch dabei, eure Umgebung mit Hilfe eures Smartphones zu scannen und die Informationen in kreative Projekte zu Hause zu stecken. Ich versuche das mal anders zu erklären. Ihr seid unterwegs und seht einen Fleck und denkt euch, boah, der Fleck hat echt eine heftige Form. Den hätte ich gerne als Pinsel bei Photoshop. Also fotografiert ihr den Fleck mit Adobe Capture und der macht euch daraus einen Pinsel, den ihr direkt zu Hause bei Photoshop benutzen könnt. Das gleiche geht mit Color Grading Presets. Szenerie mit Capture fotografieren, abspeichern und zu Hause als Look auf eure Clips packen. Die App kommt leider mit einem kleinen Haken. Sie lässt sich erst dann wirklich ausreizen, wenn man Kunde der Adobe Creative Cloud ist. Und das kostet ein bisschen viel leider. Und wer keinen Bock hat, Geld dafür auszugeben, der kann auch die 30-Tage-Testversion nutzen, um einfach mal die Funktion zu probieren, weil die sind schon ziemlich fett. Die Links zu allen Apps findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das war's. Tschö. Ey, das hat sogar gepasst.